240 Kilometer bin ich schon mit dem Tenways Agua X gefahren. Ich erkläre dir in diesem Video, warum jeder Haushalt mindestens ein Trekkingfahrrad besitzen sollte, ein E-Trekkingfahrrad, und warum das Tenways Agua X genau das Richtige ist, inklusive aller Informationen, die wichtig sind für eine Kaufentscheidung. Servus, ich bin Caro und fahre meist sportliche Räder wie Mountainbikes und Gravelbikes. Packe aber auch mal meine Taschen und fahre 600 Kilometer an die Ostsee. So, Tasche dran und dann geht's los. Zu der Tasche gibt's übrigens später noch mal mehr Informationen. Wie immer bei mir geht es direkt steil berghoch. Es gibt insgesamt 5 Unterstützungsstufen. Kann ich hier an den Knöpfen hoch, runter ganz easy betätigen. Lässt sich auch gut drücken, selbst wenn man jetzt lange Handschuhe anhätte. Ich bin jetzt auf Stufe 1 und was ist denn die Neigung? 8,3% ist die Steigung. Und ja, ich kann hier ganz gemütlich hochpedalieren. Muss natürlich ein bisschen arbeiten. Jetzt mache ich schon mal 2, 3, 4, aber 4 merke ich schon, dass ich direkt den Berg hochgeschoben werde. Und ich muss sogar schalten, weil ich sonst zu schnell drehe. Und 5, ja, das ist halt, das ist krass. Und jetzt haben wir sogar Prozentsteigung 10%. So, da vorne wird es jetzt richtig steil. Ich hoffe, man kann es gut erkennen, ich denke schon. Jetzt werde ich auch mal auf Stufe 2, naja, vielleicht auch 3 schalten, damit ich hier gut hochkomme. Und ich muss sagen, die 10-fach-Schaltung von Shimano macht wirklich einen guten Job. Ist ja doch eher eine günstigere Schaltung, aber reicht vollkommen aus. Und die Übersetzung ist so gewählt, dass ich im kleinsten Gang hier sogar 16% Steigung hochkomme, ohne Probleme. Ist einfach so schwül, so ein bisschen Luft geholt. Also falls du im Flachland wohnst, dann kann ich dir das Tenways Cego 600 Pro empfehlen. Mit dem war ich eine Weile unterwegs, um kleine Erledigungen zu machen, die halt so im Dorf sind. Aber ja, hier würde ich halt niemals hochkommen. Man sieht hier, ja, wie steil es einfach ist. Ja, deswegen beim Cego 600 Pro hast du halt einen Riemenantrieb, keine Schaltung. Kann ich dir unten mal in der Videobeschreibung verlinken. Ein wirklich super Fahrrad, aber ja, mit Gangschaltung komme ich persönlich halt einfach weiter und kann hier ja über jeden Berg heizen. So, weiter geht's. Oh, es ist echt hier steil. Ne? Es gibt hier übrigens auch eine Schiebehilfe, kann ich Ihnen gleich mal zeigen. Muss man vorne, das war das Licht, nach unten, genau, unten drücken und dann kann man hier auch hochschieben, falls man hier nicht mehr hochkommen sollte. Ja, ey, super, wie man hier hochkommt. Geil. Oh, schalten, schalten, schalten. Der Weg ist hier eher ja, für so ein Trekkingfahrrad und der Weg eher ja, für ein Mountainbike. Aber ich teste ja Räder auch gerne mal bis ans Limit, weil ich mir denke, wenn es die schwierigen Sachen kann, wofür es eigentlich nicht ausgelegt ist, dann ist es mit den einfachen Sachen überhaupt kein Problem. Nicht nachmachen, weil wie gesagt, es ist kein Mountainbike, dementsprechend ja auch die Bereifung nicht für solche Fahrten gemacht, aber ich mach's. Es könnte spannend werden, zumal ja, es auch ein bisschen matschig ist. Es hat nämlich geregnet. Uiuiuiui. Ui, Steine. Oh, oh mein Gott. Reifen drehen ein bisschen durch hinten. Aber hey. Und wo es hoch geht, geht es eben auch runter. Oh, auf dem nassen Gras. Uiuiuiui. Ja, das wird jetzt richtig spannend. Und ich habe so nasse Füße von diesem Gras. Das ist unglaublich.
Ja, hier können wir auch mal die Bremsen testen, weil ja steil, steinig, dreckig, nass. Verbaut sind hydraulische Bremsen. Und ja, was soll ich sagen? Also geht komplett klar. Gibt's überhaupt kein Problem. Das war jetzt ganz schön wild. Also es hat alles funktioniert, nur haben irgendwie meine Schuhe versagt. Die sind pitschepatsche nass. Und ja, das Fahrrad hat gut durchgehalten, inklusive Bremsen. Und auch die Tasche ist dran geblieben. Die ist von Falkenthal. Und ja, die haben sie mir zugeschickt. Und ich muss sagen, ist auch hier innen mega gut. Hier gibt es nochmal so ein Laptop-Fach und auch nochmal so ein Reißverschluss. Hier aus nochmal ein Reißverschluss. Und ja, also die Abfahrt hat sie auf jeden Fall mitgemacht. Mit Karo 10 sparst du nochmal 10%. Link findest du in der Videobeschreibung. Du musst aber beachten, bei diesem Gepäckträger von dem Argo X, der ist kein Standard-Gepäckträger. Das heißt, du musst bei Falkenthal noch diese zusätzlichen breiteren Klemmen mitbestellen, damit ja, die Taschen eben da auch dran passen. Was eine schöne Aussicht. Apropos Gepäck. So wie ich es verstanden habe, ist die Gesamtzulassung für dieses Fahrrad liegt bei 150 Kilo. Das heißt, mit Fahrer, mit Gepäck 150 Kilo. Und ja, keine Ahnung, ich hätte glaube ich mal Bock, mir noch eine Tasche dran zu schnallen und dann mal auf so eine klassische Radreise zu gehen. Falls du da Bock drauf hast, dann schreibst du mir doch mal unten in die Kommentare rein. Und ja, es ist schön hier. An dieser Stelle hörst du die Lautstärke des Barfang Mittelmotor M410. Ich empfinde die Lautstärke leise bis mittel. Im Vergleich zum Beispiel zu einem Bosch CX ist der hier definitiv leise. Hier muss ich nämlich was abgeben. Das ist ganz spektakuläres. So ein ganz alten Trainingsanzug. Aber die Kids von heute, die tragen das doch wieder. Ach, mein Bruder. Zufälligerweise war mein Bruder zu Hause und wir sind dann gemeinsam zu unseren Eltern gefahren und dabei haben wir auch noch Erledigungen gemacht, was ganz praktisch war, weil so musste keiner das Rad abschließen. Ja, nicht nur ich mache Erledigungen mit dem E-Bike, mein Bruder ist jetzt auch noch mal kurz weg. Ich warte hier und dann geht's weiter. Ich bin jetzt bei 47% gefahren, 26 Kilometer und 550 Höhenmeter. Wie gesagt, 47%. Das hier geht auch ganz einfach. Hier gibt es noch so ein, ja, so ein Riegel, damit der Akku nicht rausploppt oder rausfällt. Und dann kann man den rausnehmen. Ladegerät noch. Das ist das Schöne, dass das so klein ist. Und dann kann man das auch mal mitnehmen, ne? Hui, das war matschig. Ha. Also ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg, hab jeden Besuch, der Erledigungen gemacht und so weiter. Jetzt gibt es hier auch noch mal einen kleinen Bremsentest. Ich war hier schon recht lange im Schotterweg runter. Im Schlamm eben hat auch gut funktioniert. Ich hätte ja echt nicht erwartet, dass ich irgendwann mal ja, mit einem Trekkingfahrrad durch den Wald fahre. Aber ganz ehrlich, weil es eben ein E-Bike ist, bietet es so viele Möglichkeiten. Ich habe in den letzten Wochen so viele Dinge erledigt, zur Post gefahren, Brötchen geholt, eingekauft, habe mir Einlagen besorgt und keine Ahnung, ich konnte halt immer das Auto stehen lassen, bin sogar zu meinem Papa 20 Kilometer gefahren, um dann mit ihm eine Fahrradtour zu machen. Und das alles ganz ohne irgendwie mein Auto bewegen zu müssen. Und ich kann dennoch meine Touren durch den Wald machen, weil der Akku mit seinen 504 Wattstunden Kapazität groß genug ist, dass es überhaupt kein Problem ist. Und ja, ich bin einfach begeistert vor dem Argo X. Das finde ich ist auch der Grund, warum es überhaupt nicht verkehrt ist, sich so ein Trekkingbike zu Hause in die Familie zu holen. Weil man kann es ja auch teilen. Irgendwie, ich kann es meiner Schwiegermutter ausleihen, der Steffen kann damit rumfahren. Oder du kannst es deinen Kindern geben, die eben zu Freunden fahren, ohne dass man sie halt irgendwie mit dem Auto dahin fahren muss. Eben für diesen Preis von 2.400 Euro
ist jetzt auch nicht so schlimm, wie wenn das Ding 4.000 kostet und man es dann seinen Kindern gibt oder ausleiht. Ne? Es ist halt dann einfach so ein Fahrrad, das für jeden irgendwie was Praktisches hat und so viele Möglichkeiten bietet. Eine Sache gibt es noch zu sagen. Es gibt ja diese E-Bike-Hater, nenne ich sie jetzt mal, die meinen, ja, junge Leute haben auf einem Fahrrad nichts zu suchen. Das E-Bike ist nicht für Ältere nur gedacht oder für kranke Menschen. Wenn jeder so ein E-Bike irgendwie ja, sinnvoll einsetzt, selbst wenn du dir ein E-Mountainbike für den Spaß holst, ist es auch völlig okay, solange du damit halt auch einfach mal ein paar Erledigungen machst und dein Auto stehen lässt. Es gibt halt auch einfach Phasen im Leben, zum Beispiel als wir ein Haus gebaut haben, ja, da wäre ich über ein E-Bike wirklich froh gewesen, weil körperlich hat man sich genug verausgabt und ja, hat irgendwie die ganze Zeit nichts anderes gesehen. Und mit so einem E-Bike hätte ich einfach mal für eine Stunde den Kopf frei bekommen. Meine Fitness war zu der Zeit auch miserabel. Und wenn du zum Beispiel ein Kind in die Welt setzt, dann hast du auch erstmal was anderes zu tun, als irgendwie sportlich fit zu werden. Und ja, mit dem E-Bike kannst du halt dann trotzdem deine Runde drehen, auch wenn du nur alle 2 Wochen fährst. Man muss nicht immer alles verstehen oder nachvollziehen. Ist auch immer schwierig, wenn man nicht in der gleichen Situation ist wie die andere Person. Sorry. Hier fahren wir jetzt beide auf der falschen Seite. Ja, passiert halt. Einfach freundlich sein, lächeln und ja, es gibt so viele schlimme Sachen, da müssen wir uns nicht noch drüber aufregen, wer mit einem E-Bike fahren darf, wer nicht und ja, das ist doch so schön hier, traumhaft. Jetzt komme ich zu allen weiteren Informationen zu dem Akku X, die ich bisher noch nicht erwähnt habe und ein bisschen Kritik muss ich auch da lassen. Als erstes komme ich nochmal zu dem Motor. Der Barfang Mittelmotor M410 mit seinen 80 Newtonmeter hat genug Power, um selbst bei steilen Anstiegen hochzukommen. Ich bin auf der Ebene mal ohne Motor gefahren, also ohne Unterstützung, um herauszufinden, wie sich das Fahrrad fahren lässt, falls der Akku mal leer gehen sollte. Und ich muss sagen, ja, es lässt sich ganz normal treten ohne Probleme. Allerdings sollte man natürlich berücksichtigen, dass das Fahrrad ja mit seinen 28 Kilo sich natürlich schwerer treten lässt als ein Fahrrad, das nur 10 Kilo wiegt. Übrigens habe ich hier meinen eigenen Sattel drauf und damit wiegt es 28 Kilo, aber das ist jetzt auch kein leichter Sattel. Und gewogen ohne die Tasche. Wahrscheinlich hätte man sogar ein bisschen Gewicht am Gepäckträger sich einsparen können, weil da komme ich auch schon zum ersten Kritikpunkt. Ich verstehe nicht, warum hier so ein massiver Gepäckträger befestigt worden ist. Das Problem ist nämlich, dass diese Stangen nicht den Standarddurchmesser haben, sondern man muss, ich glaube, 20 Millimeter Durchmesser haben die. Das heißt, wenn du eine Standardtasche kaufst, wird die nicht hier drauf passen. Ich habe ja schon erwähnt, dass Falkenthal, von denen auch die Tasche ist, auch breitere Befestigungshaken anbieten für ja, 20 bis 22 mm Durchmesser von diesen Gepäckstangen. Zu der Rahmengröße kann ich sagen, ich bin 1,87 m und fahre die Rahmengröße XL. Das ist der größte Rahmen. Ich habe sehr lange Beine und wahrscheinlich hätte mir sogar Rahmengröße L gereicht. Ich fühle mich aber auf dem XL sehr komfortabel. Es ist definitiv nicht auf der kleinen Seite. Das heißt, große Menschen werden hier bei dem Argo X auf jeden Fall auch die richtige Größe finden. Die Reifen sind von der Marke CST, habe ich vorher noch nie gehört. Ich muss aber sagen, im Gelände bin ich gut damit klar gekommen, obwohl sie jetzt nicht so viel Profil haben. Zusätzlich haben sie noch eine extra Pannensicherheit, was auf jeden Fall zum Vorteil ist. Das Argo X kostet 2.399 Euro und das kannst du entweder online, hoffentlich über meinen Link kaufen, oder du kannst mal auf der Seite von Tenways schauen und einfach mal deine Postleitzahl eingeben, wo der nächste Shop ist und dann kannst du auch dort das Fahrrad Probe fahren, dort kaufen und gegebenenfalls zur Reparatur bringen. Das Schöne ist, dass bei dem Argo X wirklich alles dabei ist, von den Schutzblechen zu Reflektoren, Gepäckträger. Allerdings können trotzdem Zusatzkosten auf dich zukommen, weil eventuell, wie bei mir in meinem Fall, mir die Griffe nicht zugesagt haben. Ja, damit hatte ich einfach Schmerzen. Ich habe einfach die vom Zego 600 Pro genommen, weil ich das eben nicht mehr so oft fahre und habe die jetzt dran geschraubt. Die sind wirklich super. Also Tenways, mach doch bitte die Griffe von dem Zego 600 Pro dran. Und den Sattel musste ich auch tauschen. Der war einfach
unbequem auf längere Fahrten. Was zum Glück nun besser gemacht ist als bei dem Zego 600, dass nicht nur das Frontlicht mit dem Akku verbunden ist, sondern eben jetzt auch das Rücklicht. Und das ist eben mega praktisch. Der nächste Kritikpunkt ist die Akkuanzeige auf dem Display. Sie ist zwar in Prozent, also wird in Prozent angezeigt, allerdings ist sie so klein, dass man wirklich genau hinschauen muss. Also ich kann es nicht so einfach erkennen. Ansonsten, die anderen Daten sind gut ablesbar, wie schnell man fährt, die Unterstützungsstufen. Man kann weiterschalten auf die nächste Seite und bekommt wirklich alle Daten angezeigt, die man benötigt. Ansonsten ist das Argo X rundum für seine 2.399 Euro ein super E-Tracking-Fahrrad, was für mich nicht nur praktisch im Alltag ist, sondern eben auch für meine Touren im Wald, wenn ich eben mal keine Lust habe auf sportliche Ausfahrten. Und das, obwohl ich normalerweise bessere Komponenten an meinem Fahrrad verbaut habe, aber so mit dem Preis und allem, das passt wirklich sehr gut. Falls du Interesse hast, würde ich mich freuen, wenn du über meinen Link das Argo X kaufst. Bei Fragen haus in die Kommentare. Ich bin raus für heute. Schwing dich aufs Bike und travel and ride. Bye-bye.